Rubix hier zu einem neuen Projekt. Heute spielen wir Inside. Das ist ein neues Indie-Game, das ist gerade rausgekommen vor ein paar Tagen. Für euch wahrscheinlich ein bisschen länger her, denn ich nehme vorher auf. Und ich bin hier, ich kann mich bewegen schon mal direkt. Aber bevor wir anfangen, kann ich auf jeden Fall, glaube ich, mal die Grafik komplett umstellen, oder? Gibt es da irgendwie noch was mehr? Okay, gut. Wir spielen heute Inside und ich weiß nicht, was uns erwarten wird, aber es ist von den Machern von Limbo und da gab es ja schon einiges Cooles. Und heute, wenn wir eben der nächstes Projekt spielen, wir spielen heute Inside, wie gesagt. Und wir starten hier mitten im Wald bei dieser 2D-Ansicht. Und mehr oder weniger ist es so ein 2,5D-Spiel. Ich kann mich nur auf einer Seite bewegen, natürlich. Ich kann springen, ich kann... Kann ich noch irgendwas? Kann ich nicht anscheinend. Ich kann hier drüber auf jeden Fall. Oder drunter durch, wie auch immer. Und wir sind hier mitten im Wald. Und hier sind Leute. Okay. Auch interessant. Hier sind auf jeden Fall mehrere Leute auch. Wir scheinen anscheinend von denen ein bisschen Angst zu haben, weil wir uns geduckt haben. Wir werden sehen, wie sich das Ganze auswirken wird. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich hoffe, ich komme weit genug. Wir gucken mal. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Ich nehme mal an, die dürfen uns nicht finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier nicht gefunden werden dürfen. Denn sonst haben wir hier ein Problem eventuell. Und das wäre nicht so Premium. Sagen wir mal so. Ich muss hier kurz nochmal pausieren. Ich hoffe, man sieht das jetzt nicht allzu sehr. Nee, gut. So, sorry dafür. Okay, ich kann also Sachen auch nehmen. Ich kann die mit... Okay, ich kann die auch ziehen. Gut zu wissen. Ich kann ja auch hoch. Okay. Das war ganz schön hoch. Wir sehen uns nicht. Das ist schon mal gut. Und wenn man die Limbo-Macher kennt, wird das Spiel wahrscheinlich auch darauf ausgelegt sein, dass man hier ein paar Mal drauf geht. Das kann sehr gut sein. Müsste ich hier springen? Wie kann ich hier weiter springen? Das ist halt die Frage, die ich gerade habe. Gibt es irgendwo einen Sprint-Button? Muss ich sie selbst rausfinden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Muss ich hier irgendwas ziehen? Ja, muss ich. Okay. Ich muss das jetzt ziehen. Oder ich stelle mich mal hier hin. Weil wer weiß, vielleicht kann mich das auch erschlagen. Ich weiß es nicht. So, okay. Hier geht's runter, anscheinend. Mir sieht noch keiner. Das ist gut. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein Hund. Nee. Lauf. Alter, ist das knapp. Okay, das war ziemlich knapp. Ich nehme mal an, da wird uns... Okay, jetzt sind wir entdeckt worden. Das ist natürlich nicht so spaßig. Ich muss auch zugeben, ich habe schon die ersten paar Minuten gesehen, weil ich mich informieren wollte, was das für ein Spiel ist. Aber ich weiß noch einen kurzen Part, der jetzt kommen wird. Und dann bin ich wirklich komplett spoilerfrei. Gott sei Dank. Denn das Spiel hat mich dort schon überzeugt gehabt. Also mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Ach ja, stimmt, da war ja was. Den Part weiß ich ja noch. Weil hier muss ich hier rein, sofort.
Weil sonst hätten die mich gehabt und etwas erschossen, so ein bisschen. Oder betäubt, wie auch immer. Man weiß halt nicht, warum die einen verfolgen, zumindest jetzt noch nicht. Oder was hier überhaupt los ist. Keine Ahnung. So. Ist da jemand? Ich weiß es nicht. Ja, yep, das ist auf jeden Fall jemand. Verdammt. Oh Gott. Schnell, 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 schnell. Okay, ich bin down. Was muss ich hier tun? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal an, ich muss hier hinter das Auto. Ich weiß es nicht. Okay, gut. Das hat genau gereicht. Okay. Gut. Oh, die schießen auf mich. Ich glaube, die haben mich kurz getroffen. Weil da war ein Pünktchen roter. Oh Gott, jetzt kommen wieder die Hundis. Oh Gott, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm, 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 komm. Das war wieder so knapp. Oh Gott. Okay, ich bin hier im Wasser. Okay. Ich nehme an, ich muss hier tauchen. Da die mich sehen werden. Okay, nach unten. Ich glaube, hier, ab hier kann ich wieder nach oben. Ich hoffe, das sehen die nicht. Nee. Okay, kommen die nochmal irgendwo her mit dem Licht? Nee, kommen die nicht. Gut. Gut. Dann haben wir das schon mal geschafft hier. Hier sind tote Schweine. Was hier nur passiert? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Oh. Da wäre ich fast ausgerutscht. Aber wir haben den ersten Teil mal hier überwunden. Finde ich gut. Ich habe hier kurz was gemacht, tatsächlich. Oh. Habe ich ein Easter Egg gefunden? Oh. Anscheinend. Ich habe nämlich nur kurz B gedrückt hier. Okay. What the fuck? Wo bin ich hier? Hm. Feldstudien. Okay. Ich habe ein Achievement unlocked. Ich habe keine Ahnung, wofür hier das Ganze ist. Verwirrt, auf jeden Fall. Das gelbe Kabel geht hier lang. Und hier hoch wieder. Keine Ahnung, wo hier das geht. Aber ich habe auf jeden Fall irgendwas gefunden. Hier kann ich nichts mehr machen sonst. Also ich nehme mal an, ab nach oben wieder, ne? Nehme ich mal an. Wir haben mir irgendwas kaputt gemacht, auf jeden Fall. Und hier unten war auf jeden Fall eine Luke. Also ich bleibe mal bei B, falls hier noch was ist. Tatsächlich, hier sind Küken. Ich weiß nicht, was das gemacht hat. Aber irgendwas habe ich auf jeden Fall gemacht.
Sind Küken. Hallo. Folgen mich. Tun die mir was? Ne, ich scheine mir nichts zu tun. Okay. Da ding, da dang, da ding, da dang. Also mal gucken. Hier sind überall tote Schweine auch. Krass. Was die hier machen? Bin mir nicht sicher. Ja, ich kann hier hoch. Ich wollte eigentlich gegen die Tür gerade springen, das habe ich gar nicht gesehen. Kann ich? Kann ich tatsächlich. Schau. Guck mal einen an. Oh. Cool. Ich glaube, es ist ein Rätsel. Kann ich meine Kumpels hier reinlassen? Kann ich. Cool. Hallo, kann ich jetzt... Okay, ich brauche den aufmachen. Kommt rein, Kollegas. Ha. Wait. Gelbe Federn? Oh. I'm so sorry. Okay, dann machen wir das mal so. Ah, okay, dann passiert nichts. Gut. Dachte schon. Okay. Also kein Problem hier. Okay. Sind wir aus einem Bauernhof, aus dem Wald in den Bauernhof gekommen. Ha. Huh. Sieht mal interessant. Hier regnet es, alles sehr grau. Aber das war schon in Limburg mehr oder weniger. Von schwarz mehr oder weniger alles. Müssen wir rund... Oh. Kann ich... Oh, ich sehe schon, wo wir hinspringen müssen. Geronimo. Oh. Kommen da Sachen... Gott, schau euch die Bahn an und wie groß die sind. Boah. Gibt's hier irgendwas? Was ich... Oh, ich sehe schon, was ich machen muss. Bäh. Nicht geil. Okay, es rollt nicht weiter. Okay, dachte schon. Okay. Nicht so geil. Hier sind überall diese Würmer. Ekelhaft. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel hat, aber ich glaube 4 Stunden oder so. 4-5 Stunden. Nicht länger. Okay, wir können hier drüber klettern. Gut. Wir sind doch ganz schlammig jetzt. Bäh. Eklig. Wow. Okay. Ich kann hier drüber springen. Das ist wild geworden und hat anscheinend auch so eine Made. Okay. Na komm her. Oink oink. Okay. Das ging ja besser als gedacht. Ich wollte mich gerade umsehen, was ich hier noch machen kann. Oh, bin ich jetzt tot? Wow. Das soll ich nicht kommen sehen. Hallo Kollege. Ich gleich muss da hin. Schaut sehr wichtig aus, das da oben. Bin ich jetzt tot wieder? Nee. Anscheinend doch. Ich komme ja trotzdem nicht hoch anscheinend. Okay. Hier hinten sind irgendwelche Zombies? Keine Ahnung, schwierig zu sagen. Muss ich hier wieder gegenlaufen lassen? Boah. Alter.
Was ist das für ein Spiel? Alter. Das geht ja nicht. Boah. Ah, jetzt kann ich hier hoch. Okay. What? Okay, das kenne ich noch vom Trailer. Oh. Wir sind jetzt vier Leute. Ich glaube, ich schätze mal, wir brauchen alle. Alter, ist das strange. Alter, ist das strange. Ich sehe schon, wohin das läuft. Können wir hier irgendwas in den Weg werfen? Näher bringen wir den nicht zusammen. Ah, schau. Jetzt habe ich es dann doch irgendwie zusammengebracht. Okay. Ist das cool. Dann müssen wir das so zusammenziehen. Okay, scheint mir dann doch so zu sein. Was ist das für eine Made gewesen? Alter Falter. Gehirnkontrollen-Made, irgendwie sowas kommt mir vorher. Krasses Spiel. Keine Ahnung. Sonnenlicht. Sehr unüblich. Gute Frage. Hier sind wieder solche Leute überall. Und hier steht anscheinend eine große Fabrik. Oh, hier ist der Lastwagen. Hier werden die Leute. Sind die unter Kontrolle? Auch mit den gleichen Maden? Ich schätze mal, das war die Schweinetestfarm, wo die das getestet haben. Nehme ich mal an. Doch hier. Oh. Ich verstehe das Puzzle. Ich kann nicht hier den Knopf nicht drücken. Komme ich da ran? Das ist die Frage. Ah doch, hier komme ich sicher ran. Genius. Okay. Spiel ist genial. Okay. Hey, Kumpelvogels. Oh, die sind diesmal wirklich Spatzen oder sowas. Ah, ich sehe schon. Das hier irgendwie runterschmeißen? Alles klar. Okay. Jump, jump. Hier oben ist nichts. Oh, oh, ich glaube, es war nicht gut. Nope. Da hat's Knacks gemacht. Das war nicht so geil. Okay. Das war eindeutig Selbstmord, das wir gerade hier begangen haben. Jupp. Aber warum denn hierher kommen? Ah, ich sehe schon warum. Können wir mal das hier machen? Okay. Ah, sehe ich schon. Jetzt können wir hier drüber springen, dann nehme ich mal an.
Oh ja, können wir. Okay, gut. Das habe ich gesehen, dass das angekettet war. Gut. Okay. Gut, dass ich sowas sehe, nämlich. Okay. Ich nehme mal unter, dann ab ins Loch. Tatsächlich. Hier ist wieder so ein gelber Schlauch. Ist hier runter was? Gute Frage. Weird. Wait, kann ich kurz hier runter? Jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Aber ich ist auf definitiv jetzt wieder eine Logik. Ah, hier sind Platten am Boden, ich sehe schon. Okay, wir haben hier jetzt was geschafft, aber was war da hinten noch? War hier oben irgendwas noch? Möchte ich mal kurz gucken. Das ist halt immer die Frage, war noch hier was? Nee, war tatsächlich nicht. Oh, tatsächlich, hier war was. Was ist hier noch? Hier ist wieder sowas. Links liegen gelassen. Ich weiß nicht, was das hier macht. Das ist ja das Problem. Ich habe jetzt schon zwei Geheimräume gefunden. Also. So scheint es mir auf jeden Fall. Keine Ahnung. Dann mal weiter. Okidoki. Was haben wir denn hier? Gehe ich hier hoch, komme ich definitiv nicht. Also geht's hier weiter. Wir sind tatsächlich draußen auf einem Dach. Okay, das schaut gefährlich aus. Okay, das war sehr knapp. Verdammt. Ah, hier sind Aufsichtige und Zombies, also irgendeine Firma hat hier anscheinend ein bisschen was angerichtet. Mit ein paar Experimentos. Wow, das war knapp. Nicht abrutschen, Kollege. Mal gucken, wo das Ganze hinführt. Oh. Das war knapp. Was ist hier passiert? Das würde mich halt interessieren. Aber bis jetzt weiß ich halt noch nichts. Was es damit auf sich hat? Sind wir das nächste Mal bei Inside. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dorthin, spielt schon brav weiter.